Ja, Kameraden, wenn wir schon gerade beim Sport sind oder waren, dann machen wir da auch gleich mal weiter. Ich zeige euch jetzt mal einen kleinen Film, der wurde gedreht 2007, also da war ich nicht mehr dabei. Aber diese Art Challenges, diese Wettbewerbe haben wir damals auch zu meiner Zeit ständig gemacht. Ihr seht in diesem kleinen Film meinen Kameraden Kalusa, ein Ex-Fremdenlegionär, ein Pole. Und der macht in dieser Challenge innerhalb von 12 Minuten über 130 Liegestütz, 100 Sit-Ups. Danach kommt noch Bankdrücken, es kommt noch ein Lauf mit einem Gewicht, mit einer Scheibe. Seht ihr, ich glaube, das sind 15 oder 20 Kilo. Und was machen wir noch? Was hat er noch gemacht? Ja, irgendwie zwischendrin noch so ein Lauf. Ja, aber schaut es euch selber an. Und das innerhalb von 12 Minuten. Beachtsame Leistung, würde ich sagen. Und wie gesagt, ja, zu meiner Zeit war das gang und gäbe, dass wir eben Wochenende oder abends nach Dienst solche Challenges gemacht haben unter uns. Das war Fun, das war Spaß, das war Action. Ja, hätte ich auch heute noch Bock drauf, aber die Zeiten sind eben vorbei. Ja, platz den Jungen. Und jetzt schauen wir uns mal den Tom an. Den Kalusa heißt nämlich auch Thomas wie ich. Was er da, ja, was er da auf die Beine bringt hier. Wie sie es, bye bye. Les 50 de la mort. C'est bon. C'est bon. Ah, il y avait là-bas, excellent, ça. Ah, c'est Cameroun. Ouais. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Yeah. And two. And four. And five.
Moi j'ai fait pareil, j'ai fait tout. Allez. Ok, maintenant, c'est le